Ja, noch nicht ganz fest schauen, weil wir müssen ja vorne. Vorne müssen wir auch nochmal zusammen schauen. Genau. Einmal vorne und einmal hinten. Ich dachte jetzt unten, aber das stimmt gar nicht. Gucken wir mal kurz, wie wir vorne auf sich schauen. Wenn wir jetzt hier in das Gewinde kommen, weil ich zu blöd zum Scheißen bin. Kleiner Moment, das dauert eine Sekunde. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen, aber es gibt nichts Spannendes in meinem Leben eigentlich. Also was wir jetzt hier jedenfalls haben, ist hier ein Gears of 3. Gears of War 3 Vault. So. Schön und gut, muss ja mal einmal gesagt werden. Das wird das hier mal richtig bombig festgeschraubt. Hier mal schon mal vorne noch die Höhe anpassen, damit das auch geht. Ach, oh, diese Scheiße tut aber weh. Eieieiei. Ist ja angenehm wie Currypulver im Arschloch. Ach, das ist doch scheiße. Muss ich hier vorne festhalten, dass er auf einer Höhe bleibt und gleichzeitig das Röhrchen halten und gleichzeitig die Schraube reindrehen. Oh, ich habe so das Gehirn geschissen, ey. Es dreht sich dann mit dem Mist. So. Schauen wir hier auch noch fest. Aua. So. Also beiden Seiten nochmal. Vorne festdrehen. So. Guck mal, dann seht ihr auch mal hier das Köpfchen. Ich will ja nichts sagen, aber die Konsole hat irgendwie ordentlich an Gewicht zugelegt. Jetzt drehen wir. Ich meine, das hier unten hält anscheinend auch nur zusammen, wenn es dann ja angeschraubt ist. Irgendwas macht hier Geräusche. Ich glaube, ich hatte mal eine Festplatte reingesteckt, aber diese Festplatte funktioniert ja gar nicht. Deswegen könnte ich die auch wieder rausnehmen, fällt mir gerade auf. Weil ich, ja, toll, was ist das für eine Platte? Wow, das Seagate, 20 GB. Wow, das wird ja mal besser. Okay, jedenfalls können wir hier auch schon mal mit dem passenden Kabel hier an den USB gehen. Dann haben wir das nämlich direkt eingesteckt und es geht nur in die andere Richtung, wäre wieder klar. So dass wir auch nachher am Ende null Platz haben, was die USB-Anschlüsse hinten angeht. Ja, jetzt machen wir mal eben hier die Dingens noch dran. Prostituiert. Müssen diese Nippel hier raus oder müssen die drin bleiben? Ich habe keine Ahnung, wo fehlt denn da einer? Oh, oh, nicht gut. Oh, Moment, wir müssen das Gitter hier aufmachen. Wie komme ich denn an der 20 GB Ziegelfestplatte? Scheiße. Ja, Moment. Ach so, hier sind so Clips, sehen Sie, unten. Weil es einrasten sollte. Tut es natürlich nicht. Hier ist fest. Hier nicht. Mit Gewalt geht's. Er ist doch schon hier drüber gerutscht, man. Scheiß Beschiss hier und Scheißtechnik. Ja, okay. Jetzt müssen wir das aber. Aua! Das hat mir getickt. Und hier wo reingesetzt? Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt müssen wir hier. Ja, ihr seid witzig. So, erstmal so. Ja, Moment. Das wird alles gesteckt. Wozu sind da die. Ach ja, logisch. Wo sind die vier Schrauben? Ja, das ist die Controllerhaltung vielleicht. Die Controllerhalterung hätte man anbauen sollen, bevor man das Ding zusammenbaut, richtig? Ja, natürlich, weil jetzt alles schon zusammengesteckt ist und man das nicht mehr kann. Cut, cut, neue Aufnahme. Das kann nicht wahr sein. Ich fange doch jetzt nicht wieder mit. Oh, ach Mensch, ey. Aber weißt du, manchmal habe ich keinen Bock mehr. Ach, ist doch alles scheiße hier. Jedes Mal ist. Weißt du, das Video hätte 5, 6 Minuten lang werden können. Nein, ich muss wieder alles versauen. Jetzt kann ich ganz trotz von vorne anfangen. Weil es der Colin nicht als Beispiel nehmen soll. Ach, macht das nicht eine Freude, diese Schrauben wieder aufzudrehen? Ja.
Natürlich. Nee, das muss komplett wieder raus. Das kann nicht wahr sein. Jetzt rutscht mich scheiß Hose noch. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Dreck hier. Na, jetzt hier Kackschrauben. Wie meinst du jetzt fest? So, gut. Pisse hier. Ja. Schrott hier. Komm hier auch so ein Scheiß nicht weh. Kaum kaum immer einer. Immer nur Scheiße hier. Hab ich dir schon gesagt, dass das scheiße aussieht? Ja, bestimmt. Ich hab nur nicht zugehört. Billig Schrott hier, ey. Kaufe ich mir so einen Müll jedes Mal. Riech mich jetzt mal wieder darüber auf. Jedes Mal, sobald ich mir das kaufe. Weil da immer scheiße ist. Oh, jetzt machst du gleich einen Schnitt und dann sagst du, hallo, hier bin ich wieder. Ja, guck mal, wie schnell das zusammengebaut ist. Das ist ja das ist sehr einfach und eigentlich kann man gar keinen Fehler machen. Wenn Sie sehen wollen, ob ich die Controllerhaltung richtig angebracht habe, dann sehen wir uns nach der Werbung wieder. Genau, weil wir können bei YouTube Werbung schalten, weil wir können ja Videos monetarisieren, weil wir 3 Klicks haben. Kannst auch Eigenwerbung schalten. Naja, ich kann auch eine Füße spielen und irgendeine Nutte, die... Ach, jetzt lassen wir es sein hier. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst so bleiben. Geht mir auf den Sack. Oh Mann, was ist denn mit der Kabel kaputt hier? Moment, wie hoch muss ich denn? Arsch. Du bist im Arsch. Ist jetzt hier. Da gleich ist das Kabel abgerissen. Weißt du, die Fresse jetzt hier. Ich muss mich konzentrieren. Mach ich ja noch mehr kaputt. Oh, jetzt ist das wieder alles zu niedrig hier. Ne? Oh Mann. Oh, ich mach sowas nie wieder. Ich baue Konsolen auseinander. Ich löte da einen Chip rein. Aber so eine Scheiße hier, ne? Kannst du mir mit jagen? Gleich klingelt es bei dir an der Tür. Ja, der Zoll. Wir hätten aber eine Frage. Ich stürme dazu. Aua, ich hab mir den Finger geklemmt. Scheißding. Ja, wie jetzt? Wie umdreh ich denn jetzt hier? Scheiße, die blöde Frickelei-Scheiße da. Oh, sind hier wieder zu niedrig. Passt das nicht mehr. Scheiß hier.